Ein herzliches Hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folgendes, ihr seht da hinten schon ein neues Gebäude. Da gehen wir mal schnell hin. So, der Raps wächst, wie wir hier sehen. Sehr schön. Und der Weizen kommt auch langsam hoch. Heute ist es soweit. Heute können wir dann unsere Sojabohnen endlich anpflanzen. Das Feld ist soweit vorbereitet. Aber hier haben wir noch, nachdem wir noch einiges an Holz mehr geschnitten hatten, schlussendlich uns für dieses Hofsilo hier entschieden, hat 800.000 Lagerkapazität. Ja. Und ja, wollte ich euch nur gezeigt haben, haben wir hier schön ein paar Lampen habe ich noch angebaut, ich glaube 4 oder 5 Stück. Und noch eine Big Pack Saatgut habe ich, Dünger habe ich geholt. Und den Randkurs für das Feld gezeichnet. Sodass wir dann jetzt auch zum Beispiel Helfer engagieren könnten. Die uns das Ganze hier machen. Jetzt geht das hier schon wieder nicht. Steuerung C. Warte mal. Steuerung Alt und C. Steuerung C. Weiter ermitteln. Nummer 5. 3 Meter. Jawohl. Die Maschine senken, die Maschine starten, Sojabohnen und Abmarsch. Und jetzt kannst du hier noch die Altmühle nicht auch entfernen. Genau. Könntest du hier noch einen Kurs erstellen, indem du sagst, Job erstellen, CP Feldarbeit auf diesem Feld, 2,9 Meter, zwei Vorgewände, scharf generieren. So, das ist Feld 4. So. Wenn du jetzt sagst, erster Wegpunkt, wäre dann nämlich jetzt dahin, wo auch immer der ist. Da vorne. Und arbeitet das ab. Hast du eigentlich auch die Palettenfix-Mod drauf? Was für eine Palettenfix-Mod? Für Großberechnen, was ist denn das für ein krummes Ding? Jetzt könnte ich zum Beispiel nebenbei Holz machen, theoretisch. Was ich aber mache, ich trage die Säcke jetzt hier mal ein bisschen rum. Die Palettenfix-Mod. Nie davon gehört. Was macht die mit mir? Der Patch 1.4 ist das Problem Limit. Was? Ist das Palettenlimit 100 Stück und die Mod hebt das Limit wieder auf? Das Palettenlimit ist 100 Stück. Das heißt, ich kann 100 beladene Paletten hier irgendwo rumstehen haben oder so. Oder wie sehe ich das? Habe ich das richtig verstanden? Was? Warum machen die sowas?
Also, weißt du, wie ich meine? Warum machen die sowas? Ich verstehe das nicht. Konsolenperformance. Ja, dann kann ich doch aber auch das Konsole only machen, oder nicht? Ich meine, das geht doch. Sowas. So, aktuell haben wir hier Sojabohnen. 43% gedüngt. Gut, hier ist natürlich noch nicht gedüngt, ne? Hier ist natürlich noch nicht gedüngt, das ist klar. Lager und Produktion scheinen nicht zu. What? Alter. Ja, dann ist 100 echt nicht wieder stimmt. Nee, habe ich nicht. Gibt es das im Mod-Hub in-game oder muss ich das extern separat runterladen? Scheint es nicht, nur Wackler. Da haben wir hier schon, also ich finde, wir haben schon einiges geleistet hier, muss ich sagen. Ich meine, unsere erste Ernte steht da quasi kurz bevor, ja. Ich meine, wir haben April. Wann ernten wir den Raps? Im Juni? Also, das ist nicht mehr allzu weit weg. Ist nicht mehr allzu weit weg. Warte kurz.
Jetzt kannst du links posten. Ah, nice, danke. Was die mit dem Update nur gemacht haben, unfassbar. Ne, den kleinen Streifen muss ich noch machen. Na, anschalten muss ich die Sämaschine aber schon noch, ne? So. Runter und aussehen. Sehr schön. Wir haben den Mod auch erst seit heute die ganze Woche nicht eine Palette aufgetaucht. Und kein bei uns aufgefallen. Ja, vor allen Dingen sowas weißt du auch nicht. Das steht ja auch nirgendwo, oder? So, dann können wir dann morgen. Ne, können wir dann noch walzen auf jeden Fall. Düngen müssen wir noch, walzen müssen wir noch. Haben auf jeden Fall noch gut zu tun. Ich verabschiede euch erstmal bei YouTube und wünsche euch viel Spaß heute bei eurem Tagwerk. Macht's gut. Tschüss, ich bin raus. Euer Helmer.